Die Absetzbarkeit von Kosten im Homeoffice ist relativ schwierig. Da gibt es eine ganze Menge gesetzliche Regelungen dazu und es ist manchmal gar nicht so einfach, überhaupt Kosten abzusetzen. Allerdings gibt es eine bestimmte Kategorie und eine Liste von Ausgaben, die kannst du eigentlich immer absetzen. Und genau die schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ja, das ganze Homeoffice ist steuerlich ziemlich kompliziert. Erstens brauchst du wirklich einen separaten Arbeitsraum, das heißt, du kannst nicht irgendwie am Küchentisch sitzen oder im Kinderzimmer, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann kannst du diese ganzen Kosten leider gar nicht absetzen. Auch ist es relativ schwierig, die Kosten vollständig abzusetzen, wenn der Mittelpunkt deiner Arbeit nicht im Homeoffice ist. Das heißt, es gibt um dieses ganze Thema Homeoffice eine ganze Reihe an Regelungen und diese ganzen Regelungen haben wir uns auch schon mal tiefer in einem speziellen Video angeschaut, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, schau dir unbedingt das Video an, wenn du noch gar nicht weißt, wie diese ganzen Regelungen fürs Homeoffice eigentlich sind. Und es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die Kosten nicht abgesetzt werden können oder aber auch wenn sie gedeckelt sind auf 1.250 € pro Jahr, weil das ist zugegebenermaßen nicht besonders viel und in der Regel hat man eigentlich höhere Kosten für seinen Heimarbeitsplatz. Was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass es da eine ganze Reihe an Ausgaben gibt, die von diesem Verbot oder von dieser Deckelung gar nicht erfasst sind. Das heißt, es gibt eine ganze Gruppe an Kosten, die du eigentlich immer absetzen kannst. Und das ist doch so interessant, dass wir uns diese Ausgaben doch mal genauer anschauen sollten. Schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen genauer an, welche Art der Kosten das eigentlich sind. Das ist natürlich einmal erstmal dein Smartphone, aber auch das feste Telefon, was du hast, oder ein Faxgerät, oder ein Scanner, ein Drucker, dein Laptop oder aber auch dein Rechner, den du fest installierst, also dein Tower, den du da irgendwo hinstellst, Taschenrechner, die Rechenmaschine, die du vielleicht auf deinen Schreibtisch stellst, oder anderes typische Arbeitsgerät, wie zum Beispiel auch Musikinstrumente oder Nähmaschinen, wenn die zu Hause bei dir rumstehen, ganz klar. Allerdings auch Einrichtungsgegenstände. Das heißt, wenn du bestimmte Einrichtungsgegenstände vor allem für deine berufliche Tätigkeit nutzt, dann kannst du diese Kosten auch absetzen. Und dazu gehört natürlich der Schreibtisch, der Arbeitsstuhl, Bücherregale, sonstige Schränke, Bürocontainer, Schreibtischlampe, Papierkorb, Wanduhr, Pinnwand und so weiter. Das heißt, auch die Einrichtungsgegenstände, die du vor allem für deinen Beruf brauchst und dafür verwendest, diese Kosten darfst du absetzen, selbst dann, wenn die übrige Absetzbarkeit des Homeoffice nicht erlaubt ist. Bei all diesen Kosten ist es wichtig, dass du den betrieblichen Nutzungsanteil schätzt. Das heißt, zu wie viel Prozent brauchst du diesen Gegenstand oder diese Investition beruflich für deine Selbstständigkeit und zu wie viel Prozent nutzt du es privat? Das ist bei einigen Dingen relativ einfach zu schätzen, bei anderen eher schwierig. Und wenn du diesen Gegenstand zu unter 10% für deine Selbstständigkeit brauchst, also der betriebliche Nutzungsanteil liegt unter 10%, dann kannst du die Kosten leider gar nicht absetzen, weil dann gehört dieser Gegenstand definitiv in dein Privatvermögen. Und dann kannst du die Kosten auch nicht steuerlich irgendwie berücksichtigen. Wenn der betriebliche Nutzungsanteil zwischen 10% und 50% liegt, dann kannst du es dir aussuchen, ob du die Kosten lieber ins Privatvermögen packst oder aber ob du diesen Gegenstand in dein Betriebsvermögen aufnimmst und dann die Kosten auch in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Bei über 50% betrieblichen Nutzungsanteil musst du diesen Gegenstand sogar in deiner Buchhaltung berücksichtigen und da als Anlagevermögen erfassen. Das heißt, du musst das immer ziemlich genau schätzen und das ist halt manchmal relativ einfach und manchmal eher schwieriger. Wichtig an dieser Stelle ist, dass du das immer glaubhaft vermitteln kannst. Wenn du also ein Regal kaufst und dieses Regal hat 10 Fächer und so ein halbes Fach benutzt du dann für ein paar private Sachen und 9,5 Fächer betrieblich, dann ist es relativ klar, dass du 95% des Regals betrieblich nutzt und dann kannst du die Kosten für dieses Regal vollständig in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Es gibt noch einen wichtigen Punkt bei all diesen Ausgaben. Und zwar habe ich hier insbesondere ja von Investitionsgütern gesprochen. Das heißt von Gegenständen, die du langfristig in deinem Unternehmen verwendest. Das ist das sogenannte Anlagevermögen und die benutzt du ja länger als nur einmalig. Ein Regal kaufst du ja nicht, damit es schnell wieder verbraucht ist, sondern das soll da hoffentlich eine ganze Weile stehen oder irgendwo hängen. Und wichtig beim Anlagevermögen ist immer, dass du die Kosten nur dann in dem allerersten Jahr vollständig berücksichtigen kannst, wenn die Anschaffungskosten netto unter 800 € waren. Dann kannst du die Kosten sofort in der Buchhaltung berücksichtigen und wenn der Nettopreis über 800 € lag, dann musst du diese Gegenstände abschreiben. Das heißt, du musst die Kosten aufteilen über den Zeitraum, in dem du diesen Gegenstand benutzt. Was das ganze Thema Abschreibung ist und wie sich das ausrechnet und so weiter, auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch gerne oben rechts einmal. Wichtig an dieser Stelle ist nur, du kannst die Kosten sofort nur vollständig absetzen, wenn sie unter 800 € netto gekostet haben und alles über 800 €, dann kannst du die Kosten zwar trotzdem vollständig absetzen, aber nicht sofort. Dann musst du diese Anlagegüter abschreiben.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und vielleicht hast du die ein oder andere Ausgabe jetzt im Kopf, die du bisher noch nicht steuerlich berücksichtigt hast, die du jetzt aber absetzen kannst. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Außerdem lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Videos rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Freiberufler und Selbstständige. Und wenn du dir denkst, dass du das ganze Thema am liebsten auch an einen kompetenten Steuerberater irgendwie abgeben möchtest, auch dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und unterstützen dich gerne bei deiner Buchhaltung und allen Steuerangelegenheiten. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau auch gerne erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.